Hallo? Gärtner? Hallo, mein Name ist. Hallo? Ja, Gärtner, hallo? Ich bin die Julia Roska von der Online Connect. Spreche ich Ja? mit der Herr Eberhard Gärtner? Ja, der ist am Telefon. Schön, dass ich Sie erreicht habe, Herr Gärtner. Sie haben sich Ja? bei einem Magi-Produkttester, da haben Sie sich registriert und dabei haben Sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Was habe ich gewonnen? Also, da haben Sie es von rund 70.000 Teilnehmern in diesem Jahr unter den letzten 20 ins Finale geschafft. Das Wirklich? heißt, wie bitte? Wirklich? Ich muss schon hier bei der Wahrheit bleiben, ansonsten würde ich mich hier strafbar machen, Herr Gärtner. Ja, ich wollte Ihnen ja keinen Vorwurf machen. Ich kann das nur nicht glauben, dass ich so viel Glück habe. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Bitte schön. Einmal Ihr Geburtsdatum abgleichen. 20.04.1945, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin schon ein bisschen älter. Ich hoffe, ich darf da trotzdem mitmachen. Natürlich. Wenn Sie 45 sind, dann ja. Ja, das bin ich. Okay. Also, die Finalziehung mit Ihnen und den 19 anderen Finalisten ist in 2 Monaten. Dazu Ja. habe ich ein paar Fragen an Sie. Ja, ich muss mich gerade mal Sollten kurz Sie. hinsetzen. Das ist so aufregend. Einen Moment bitte, ja? Ja. Oh, das, ich bin jetzt ja schon alt. Ich habe noch nie was gewonnen. Jetzt haben Sie was gewonnen. Ja, jetzt sitze ich. Jetzt können Sie mir bestimmt auch verraten, was ich gewonnen habe. Das kann Also ich der dann nachher meinen 1000 € Frau. Wertgutschein, der ist Ihnen schon garantiert. Nur Sie Ja? wissen nicht, welchen Platz Sie erzielen. Die Ach. Finalziehung ist in 2 Monaten. Ich werde Sie auch bis zum Finalziehung auch begleiten. Ich bin Ihre Sachbearbeiterin. Sind Sie Und meine sollten Sie am Final. Glücksfee? Also, sollten Sie am Finaltag den Hauptpreis erzielen, haben Sie die Auswahl zwischen dem Auto Jaguar F-Pace oder den Gegenwert 85.000 € im Bar. Was darf ich für Sie einkreuzen? Was ist das denn für ein Auto? Ich kenne mich da nicht so gut Das ist ein aus. Sportwagen. Ein Sport, ist das schnell? Genau. Ne, ich glaube, das ist nicht so gut für mich. Ich kann nicht mehr so gut gucken. Ich würde dann doch das Geld gerne nehmen. Gerne. Ja. Dann Platz 2, Mercedes C-Klasse Cabrio oder den Gegenwert 60.000 € im Bar? Also ein Cabrio ist für den Sommer bestimmt toll. Das wird, ja Ja. doch, ich würde, ja doch, da versuche ich das doch mit den Cabriolet. Das ist auch so Gerne. ein Platz. Jugendtraum von mir. Ich hatte nur mal ein Auto, wo das Dach durch einen Unfall ab war. Aber das kann man ja nicht als Cabrio zählen. Und damit durfte man Okay. auch nicht auf der Straße fahren. Platz 3, Traumreise in die Malediven für 2 Personen im Wert von 10.000 €. Ist das Platz nicht 4 und 5 das? sind Bargeldgewinne im Wert Ja. von 4.000 und 2.000 € im Bar. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine von IKEA, Aral, Reisegutschein, Rewe, Edeka, Saturn, Mediamarkt und Amazon. Alle Ja. im Wert von 1.000 €. Das heißt, Sie haben eine 25-prozentige Chance auf eines der 5 Hauptpreise. Das Sollte es ist trotzdem gut. nicht klappen, gibt es zu 100% eines dieser 1.000 € Gutschein. Der ist Ihnen garantiert. Ja. In circa 10 bis 14 Tagen erhalten Sie eine Begrüßungsschreiben, in dem auch ein Internetlink und Passwort vorhanden ist, womit Sie die Finalziehung auf unserer Webseite mitverfolgen können. Da ich Ihre persönliche Sachbearbeiterin bin, ich werde Sie auch bis zum Finalziehung auch begleiten. Das ist sehr schön. Jetzt haben Sie In ja Deutschland da. werden Gewinne ab 500 € zu 20% versteuert. Das haben Sie sicherlich schon einmal gelesen, Herr Gärtner. Ich kenne mich mit Steuerrecht nicht so gut aus. Okay, also da Sie einen Gewinn in Höhe von 1.000 € erzielt haben, wissen Ja. Sie das auch? Damit Sie keine Steuerangabe haben, war ja die Bedingung bei Ihrer Teilnahme, dass Sie eine Sponsorzeitschrift über 14 Monate erhalten, wofür Sie allerdings nur zweimal im Jahr eine Kleinigkeit bezahlen. Das Ja, ist für die Gewinnsteuern, weil Sie auch bereits gewonnen haben. das ist richtig. Und was habe ich jetzt gewonnen oder entscheidet sich das noch?
Also, eines unserer Hauptsponsoren ist die TV Hören und Sehen. Für diese wurden sie auch vermerkt. Soll es bei der TV Hören und Sehen bleiben oder sollen wir in anderen Bereich nachschauen? Also, TV-Zeitschrift hat meine Frau schon abonniert. Die hat neulich auch mal was gewonnen. Was haben Sie denn noch für schöne Sachen sonst so? Also, wir haben da Computer, Wissenschaft, Sport, Auto, Nachrichten, Frauenzeitschriften oder einige Fernsehzeitschriften. Welcher Bereich soll ich nachschauen? Meinen Sie mit Frauenzeitschriften so Erotikmagazine? Nein. Nicht? Gott sei Dank, Herr Gärtner. Das hätte ja sein können, wenn Sie mir das anbieten. Also da habe ich bei der Frauenzeitschrift Neue Welt, Frau Aktuell, Echo der Frau, Das Goldene Blatt, Frau mit Herz, okay, Freizeitrevue, Freundin, Für Sie und Brigitte. Also nicht sowas wie Playboy? Nein, sowas haben wir leider nicht. Ach so, so haben Sie sowas Ähnliches, so Bademode oder so? Nein. Ja, dann muss ich ja wieder die langweilige, haben Sie, also wie heißt denn dieses Wissenschaftsmagazin? Dieses Nordkorea Aktuell. Wissenschaft. Haben Sie das? Die Bild der Wissenschaft habe ich. Ja, was denn sonst noch? Mehr habe ich da nicht bei der Wissenschaft. Ach so, weil Bild ist ja, das ist ja von den Leuten von der Zeitung da. Die sind ja nicht so intelligent. Ich glaube nicht, dass die das gut machen können. Haben Sie was mit Garten? Weil ich habe ja so einen Garten. Also über Garten würde ich dann, also mit Garten habe ich leider nicht. Ich habe bei Auto was. Mit Auto, Motorsport aktuell, Motorrad, Auto, Motorsport, Autobild, Autozeitung. Ja, welches ist denn da die beste im Prinzip? Kann ich mich da ja nicht so, ich weiß das ja alles nicht. Dann würde ich die Autobild empfehlen. Ja. Die kostet dann zweimal im ganzen Jahr 58,65 Euro. Ja, das ist mir ja egal, wenn ich das gewinne. Dann muss ich das ja nicht bezahlen. Sie werden das nur zweimal im Jahr bezahlen, Herr Gärtner. Die Zeitschrift. Aber haben Sie nicht gesagt, dass ich was gewonnen habe? Oder habe ich das falsch verstanden? Also der 1.000-Euro-Wertgutschein, der ist Ihnen schon garantiert. Damit Ihr Gewinn auch steuerfrei bleibt, ja. Wir zahlen das für die Sponsorzeitschrift nur zweimal im Jahr und dann ist Schluss. Und wenn... Also wenn ich das jetzt gewinne, dann muss ich Steuern bezahlen. Und wenn ich die Zeitung da... da mich da verbinde, dann nicht, oder wie? Herr Gärtner. Ja? Sie bekommen die Sponsorzeitschrift für ein Jahr lang und bezahlen Sie dann nur zweimal im Jahr. Ja. Und dann ist Schluss. Ja, aber ich habe nicht verstanden, warum muss ich keine Steuern bezahlen, wenn ich eine Zeitschrift nehme? Also für diese 20% Gewinnsteuern können wir nicht dafür. Ja. Vor einigen Jahren dürften sich die Gewinner noch aussuchen, ob sie einen Sponsor haben wollen oder lieber die Steuern hinterlegen möchten. Ja. Und damals haben wir festgestellt, dass einige Gewinner sich die Steuern nicht leisten konnten. Mhm. Wie zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Studenten. Ja. Und seitdem wird das nur noch mit einer Sponsorzeitschrift gemacht, die auch ihrem Vorteil ist. Denn gewonnen ja haben wir bereits. Ja. Und das ist auch, da gibt's auch kein Problem mit Finanzamt oder so? Nein. Ja, also dann ist ja gut. Sie werden für die Sponsorzeitschriften nur zweimal im Jahr bezahlen und dann ist Schluss. Ja, dann ist gut. Ich möchte ja nur keine Probleme haben. Ich frag da lieber nochmal nach. Nein, Herr Gärtner. Ich kenne mich gesagt, ja nicht Sie aus. Sie bekommen ja auch in circa 10 bis 14 Tagen erstmal den Schreiben mit Zugangsdaten, mit einem Webadresse. Damit können Sie sich dann einloggen und nachsehen, ob, mit den 19 anderen Gewinnern registriert ist. Und die 20 Preise, die wir durchgegangen sind, sehen Sie dann dort auch. Ja. Und somit haben Sie auch die Gewissheit, dass alles seine Richtigkeit hat. Und die Freude umso größer, wenn wir uns widersprechen. Ja, also. Gewissheit ist immer sehr wichtig. Da lege ich großen Wert drauf. Deswegen hatte ich nachgefragt. Nicht Herr wahr? Gärtner, ja. Ist das zu Ihnen teuer oder sollen wir dann eine günstige Zeitschrift nehmen? Das ist schon in Ordnung, weil ich muss ja auch was haben, das mich interessiert. Nicht wahr? Okay. Welche Zeitschrift sollen wir jetzt nehmen? Die Autobild oder soll ich anderen Bereich nachschauen? Ja, das, was Sie jetzt zuletzt gesagt hatten. Ich habe mir das nicht merken können. Die Autobild für zweimal im ganzen Jahr 58,65 Euro.
Ja. Okay? Ja. Okay, dann habe ich das so eingetragen. Ja. Das 10- bis 15-fachen haben Sie jetzt schon durch die 1000 Euro gewonnen. Was habe ich? Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Zusätzlich erhalten alle Finalisten nach Erhalt des Schreibens 100 Euro Reisegutschein. Ja. Von den Sponsoren geschenkt. Der ist 3 Jahre gültig und auch übertragbar. Ist das für die Malediven? Ist das für die Malediven dann der, das, was Sie vorhin erzählt hatten? Sie können auch für die Malediven das benutzen, wo Sie möchten. Ja, Sie haben doch vorhin gesagt, dass die Reise, die geht doch zu Malediven. Genau, wir wissen ja nicht, welche Plätze Sie erzielen. Ach so. Ob Sie von den 5 Hauptpreisen erzielen, ob Sie von den Gutscheinen erzielen. Ja. Das schlechteste Fall ist die Platz 20, das ist die Mediamarkt-Gutschein. Wenn ja. Sie das erzielen, haben Sie dann Gutschein für Mediamarkt für 1000 Euro Wertgutschein. Kann man die Gutscheine auch bar ausbezahlen? Weil ich habe so einen Markt nicht bei mir. Das ist eine Wertgutschein. Ach so. Ja. Ja, ist in Ordnung. Herr Gärtner, Sie sind in Wohnhaft in der Schulstraße 42. Ja. 25813 Husum. Das ist an der Nordsee, kennen Sie das? Ja. Sind Sie das schon mal gewesen? Nein. Das ist schade. Sollten Sie, wenn Sie da mal Zeit und Geld für haben, das ist das auf jeden Fall wert, da mal zu gucken. Also, wann sind Sie geboren nochmal? Am 20.04.45. Okay, den 1000 Euro Wertgutschein bekommen Sie steuerfrei per Post Ihrer Adresse zugesandt. Die Kosten für diese Sponsorzeitschrift Autobild werden nur zweimal im Jahr 58,65 Euro abgebucht, weil Bargeldgewinne ebenfalls steuerfrei auf Ihr Konto überwiesen werden. Mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Sparkasse, Deutsche Bank, andere Bank? Nee, ich bin Rentner, ich arbeite nicht mehr. Nein, mit welcher Bank? Nee, ich bin... Sparkasse, Deutsche Bank, andere Bank? Nee, ich arbeite nicht mehr. Ich bin Rentner, junge Frau. Ich arbeite nicht bei einer Bank. Nein, ich meine die Bankdaten. Also, wo ich mein Konto habe, meinen Sie? Genau. Ja, das ist Postbank. Entschuldigung. Dann einmal die IBAN-Nummer, bitte. DE für Deutschland. Die was, bitte? Hallo? Die IBAN. Weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Haben Sie die Kontonummer? Ja. Dann höre ich. Was hören Sie? Die Kontonummer. Sagen Sie mir die Kontonummer, bitte. Ach so, soll ich Ihnen das sagen? Genau. Ja, und also das ist ja im Prinzip 888... Ja. 613. Ja, 725. 725. Und ja. Die Bankleitzahl, die achtstellige? Ja, das ist ja die Postbank, nicht wahr? Postbank war das? Ja. In welcher Stadt? Saarbrücken. Okay, Weiß auch nicht, warum die mir ein Konto in Saarbrücken geben, wenn ich an der Nordsee wohne. Aber die haben das einfach gemacht. Ich hab schon die Bankleitzahl. Ja. 100 und dann die 66. Moment. Die Kontonummer 88. Ja. 613. Ja. Können Sie mir die Kontonummer nochmal sagen, bitte? Sie haben das doch gerade schon wiederholt. Also, 3 mal die 8. Ja. 6, 1. Ja. 3, 7. Ja. 2, 5. Jawohl. Aber das ist falsch. Aber warum? Können Sie kurz nachschauen gehen? Ja, das kann ich machen. Schauen Sie mal nach, bitte. Ja, wie lange müssen Sie denn heute noch arbeiten? Gleich habe ich Feierabend. Ja? Ja. Darf ich Ihnen Ratschlag geben?
Ja, bitte. Dann gehen Sie mal nach Hause und denken Sie mal über Ihr Leben nach. Haben Sie eigentlich gar kein Schamgefühl, dass Sie alte Leute am Telefon betrügen? Also ich will schon hier bei der Wahrheit bleiben, ansonsten würde ich mich hier strafbar machen. Ja, das haben Sie vorhin schon mal, den Text haben Sie vorhin schon mal vorgelesen, aber es ist ja schon eine Lüge, das mit den Gewinnsteuern stimmt ja gar nicht. Gewinnspielerträge sind keine... Schade, Herr Gärtner, dann wünsche ich Ihnen schönen Tag noch. Lassen Sie mich doch wenigstens zu Ende beleidigen. Jetzt hat die einfach aufgelegt. Ich wollte hier nämlich einen Text von einem Nutzer, der nach eigener Aussage im Steuerbüro arbeitet, das mal erläutern, warum das Quatsch ist, was die da erzählen. Ich möchte es jetzt einfach mal vorlesen. Der gute Mensch bleibt natürlich auf Wunsch anonym und einfach mal für euch, damit ihr auch nicht nur wisst, dass es Betrug ist, sondern auch warum das eben völliger Quatsch ist, den die da erzählen. Der gute Mann schreibt, zur Erläuterung, Einkommen ist in Deutschland nur dann steuerpflichtig, wenn es sich in eine der im Einkommensteuergesetz geregelten 7 Einkunftsarten einordnen lässt. Alles, was dort nicht eingeordnet werden kann, wird nicht besteuert. Spiel- und Wettgewinne lassen sich nur dann in eine dieser Einkunftsarten, nämlich sonstige Einkünfte, § 22 Einkommensteuergesetz einordnen, wenn ihnen eine konkrete Leistung seitens des Gewinners zugrunde liegt. Beispielsweise ist der Gewinn aus der Teilnahme an einer Fernsehshow steuerpflichtig, ebenso auch ein Preis für eine künstlerische Leistung oder ein Lebenswerk und weiteres. Hingegen ist der Gewinn aus reinem Glücksspiel in jedem Fall steuerfrei, weil für derartige Gewinne das Einkommensteuergesetz keine rechtliche Grundlage zu deren Besteuerung enthält. Das ist die Ausführung dazu, und wie man bei diesem Gespräch gehört hat, führt sich das auch wieder auf die Teilnahme an den vermeintlichen Maggi-Produktprobe zurück und zeigt an diesen kalten Betrugsversuch sehr radikal, wie wichtig das Format Datenfallen erkennen ist und wie wichtig das ist, dass das verbreitet wird, damit da keine Leute drauf reinfallen. Ich wünsche euch, dass euch weiterhin die Anrufe hier gefallen und dass ihr weiter helft, dass wir diese Figuren aufgehalten kriegen. Ich wünsche euch alle Zeit einen guten Maulwurf.